Gerücht kenne ich doch. Egal. Da war es schon wieder. Ist das? Und ich dachte, das wäre die WC-Entenfee. Rest in peace, liebe WC-Entenfee. Die hat mir immer Pakete gebracht. Kannst du das auch? Oh, tatsächlich. Was haben wir denn da? Noch ein zweites. Erschreckt mich doch nicht so. Ja, vielen Dank. Ja, ich pack das denn jetzt aus. Gehen wir nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Mystery Unboxing. Heute habe ich mal zwei Sachen hier. Einmal dieses Paket vom guten Simon. Keine Ahnung, was drin ist. Simon hat mich angeschrieben und hat mir gesagt, er hat B-Klopper überwiegend für mich aussortiert, die er so selbst nicht mehr braucht oder abgedatet hat. Keine Ahnung, was mich da jetzt erwartet. Und dann habe ich noch diesen kleinen Umschlag hier bekommen. Ich vermute, der ist vom Jan, der mir ja schon tausendmal irgendwelche Sachen zu hat kommen lassen. Und der hat mich auch angeschrieben, hat gesagt, er möchte mir ein bisschen was zu Weihnachten schenken. Das muss keiner von euch tun, aber kann euch ja auch nicht aufhalten, ne? Und der hat mich halt angeschrieben, da kommt demnächst ein bisschen was. Dann hat er sich mit meiner Süßen abgesprochen, nicht, dass er mir irgendwas kauft, was sie mir zu Weihnachten auch schenken will. Weil beide berufen sich halt auf meine Amazon-Liste, ne? Die ja eigentlich nur eine Merkliste ist, aber naja, gut. So, ihr habt mich ja dazu gezwungen, die zu veröffentlichen. Gut, dann gucken wir erstmal jetzt hier in den Karton rein. Hilfe. Aber der lässt sich in diesem Fall zum Glück sehr leicht aufschneiden. Der ist nämlich nicht übermäßig verklebt. So, das war's auch schon. So, da haben wir hier jede Menge lustige, knusprige Zeitungspapierseiten. Lecker, lecker, lecker. Yum, yum, yum. Nein, das ist richtig so eine... Hier, es ist keine Zeitung, das sind so... lackierte Werbeprospekte. So, weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Der erste Film, den wir hier oben drauf angucken, den habe ich leider schon. Das sehe ich jetzt schon, aber da macht er nichts, ne? Und zwar haben wir da... Oh, den, in der Fassung habe ich den aber nicht. Ey, okay, ist dann doch ein Update. Gore in der Limited Vintage Edition auf DVD und Blu-ray. Okay. Ganz schön schwabbelig das Buch, ne? Das muss ich ja sagen. Und seht ihr das hier? Ne? Die hochgelobten Mediabooks, ne? So Flatterkram ist das hier. Von wem ist denn das? Keine Ahnung. Fritz Kirsch? Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall ist da eine Actionfigur drauf. Warum ist da eine Actionfigur drauf gebildet? Was hat das denn mit Gore zu tun? Ist das eine McFarlane-Figur? Kennt sich da einer aus? Sieht aus wie eine McFarlane-Figur. Ich meine, gut, okay. Auch das Cover hat nichts mit Gore zu tun. Ja, schon gar nicht das Cover auf
Ist das das gleiche wie das, was auf dem anderen? Ich, auf dem anderen ist noch ein Typ abgebildet, ne? Ja, Frauen mit Speeren gibt es nicht in Gore. Weder noch gar nicht, also erst recht nicht im Roman. Ja, aber gut. Schön. Das sind beide Teile auf Blu-ray, auf einer Blu-ray oder was? Da genau, das ist das Covermotiv, das ich auf DVD habe. Jawollo, und hier ist jetzt halt ein anderes, ne? Naja, naja. Und was ist das hier? Das ist die DVD. Also sind hier, Moment mal, ist das nur der erste Teil? Nein, inklusive dem zweiten Teil, okay. So, dann gucken wir weiter. Da haben wir hier 28 Days Later im Schuber. Ne, so rum sie. Er kann hier lange schütteln. Hier, da kommt er raus. Oh. DVD. Ja, ich hab den. Hier ist auch der Weeks Later mit Lenticular Wackelbild Cover. Ich hab die beiden schon. Ich muss nur gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich die umgekürzt habe. Muss ich dabei schauen. Aber trotzdem danke. So, dann kommen wir jetzt zu diesen Filmen hier. Fangen wir hier mal. Machen wir es mal asiatisch und fangen von rechts nach links an. Das ist sehr cool. Den habe ich nämlich noch nicht, den Film tatsächlich. Ich habe den mal gehabt und dann habe ich festgestellt, nachdem ich ihn mir gekauft habe. Oh, toll. Der ist gekürzt. Aber hier steht ganz fett drauf: 2 DVD Uncut Special Edition von EMS Razorback. Einer der geilsten Tierhorrorfilme, finde ich. Die Stimmung und Atmosphäre ist schon sehr cool, ja. Und der Typ, der im Wohnwagen bei Trapper John MD spielt, der spielt hier den Helden. Das fand ich damals sehr witzig. So, aber es ist echt ein cooler Film. Ich mag den mit diesem riesengroßen Wildschwein und vor allem der Showdown ist echt cool. Danke, das ist sehr geil, da freue ich mich sehr. Was haben wir hier noch? Also ich sehe nicht, welche Filme das sind, ich kann es hier zeigen. Das sind so, ne, die sind so gedreht, dass man halt eben nicht gleich sieht, was da kommt. Das sieht jetzt alles ziemlich gleichmäßig aus. Ihr seht das hier, die sind alle so, ne, so transparent. Fangen wir da mal mit an. Enter the Blood Ring. Ach du Scheiße. Mit hier Maniac Cop. Was zum Fick. Ja, das ist bestimmt kein Bootleg. Ich weiß es nicht. Sieht komisch aus. Ich kenne mich da natürlich nicht aus. Kann ich, oh, ist sogar ein Wendecover drin. Hä? Warum ist da ein Wendecover? Warum, welchen Sinn hat dieses Wendecover? Geil. Es gibt ja einige Wendekammer, da verstehe ich wirklich den Sinn nicht, weil du hast halt auf beiden Seiten das, den Flatschen drauf. Ja? Hier hast du auf beiden Seiten keinen Flatschen drauf. Das ist einfach von beiden Seiten exakt gleich. Warum ist da denn ein Wendekammer dabei? Es ist wirklich auf beiden Seiten exakt gleich. Okay. Sinnvoll. Gut, dann haben wir hier Bloodfight Nummer 6. Keine Ahnung, ich habe diese ganzen Martial Arts Klopper damals nicht gekauft auf VHS-Zeiten, wenn es die überhaupt noch VHS gab. Hier haben wir ein alternatives Cover, ja, wenn du jetzt umdrehst. Weil ich habe mir ein paar von diesen, oh, wie hieß denn die Reihe mit Don the Dragon Wilson? Bloodfist Fighter oder so? Hießen die so? Da habe ich mir, glaube ich, 2 oder 3 Stück von geholt, mal irgendwo in der Videothek, weil ich angefangen habe, Don the Dragon Wilson da zu schauen mal. Der einige Filme gemacht hat, die ich damals auf VHS sehr gut fand, zum Beispiel Lion Strike, den ich ja jetzt auch habe, unter anderem Titel irgendwie. Und dann stellte ich fest, oha, die sind auch stark geschnitten, die Filme. Und dann habe ich damit aufgehört. Alles, was irgendwie so diese Bloodsport-Imitationen sind, habe ich dann immer die Finger weggelassen von. So, was kommt dann hier noch? Geht weiter, was? Ja, hier kommt Bloodfight 5. Die Cover sind ja nicht schlecht, ne? Also man hat sich ja Mühe gemacht, ein extra Motiv zu zeichnen, ne? Immerhin. Und dann für so eine wahrscheinlich Rotzfilm. Ich kenne die halt nicht. Auch wieder gezeichnet. Bloodfight 4. Wahrscheinlich verbergen sich dahinter irgendwelche völlig anderen Filme, oder? Ist das ernsthaft eine Reihe? Bloodfight? Bloodfight 3? Ja. Müsste ja richtig populär sein. Ich habe nie davon groß gehört. Und Bloodfight 2, das Covermotiv kenne ich sogar, auch gezeichnet. Da, die Zeichnung mache ich ja schon was her, ne? Mehr Retro geht ja kaum. Muss ich ja schon sagen, ne? Also, was haben wir hier noch? Ja, nochmal Bloodfight, hä? Achso, das ist der erste Bloodfight dann. Mit Bolo Jung. Okay. Cool. So, bitte Stapel fallen nicht um. So, dann haben wir hier in der Gold Collection. Okay, was ist daran Gold? C2 Killer Insect, habe ich schon. Das ist jetzt aber eine andere Edition hier. Keine Ahnung, was daran jetzt anders ist im Gegensatz zu der Standardversion, die ich da schon habe. Kann mir da einer was zu sagen? Ist die da besser? Ist die besseres Bild oder so? Keine Ahnung. Warum frage ich überhaupt? Ihr antwortet mir ja doch nicht.
Casino Royale mit hier Daniel Craig als James Bond habe ich schon. Ne? Dann haben wir hier. Nicht umfallen. Enigma, ja, den hatte ich auf VHS. Den werde ich mir wahrscheinlich nicht nochmal angucken, weil ich fand den damals unglaublich uninteressant. Ja? Ein Film über eine Schreibmaschine. In der Nazi-Zeit. Ich verstehe die Faszination um diesen Film nicht. Ich fand den unglaublich langweilig damals auf Videokassette, weil ich dachte, oh geil, Martin Sheen, Sam Neill. Ja, sind ja auch gute Schauspieler. Er ist auch gut gefilmt, der Film, ja, aber es ist einfach thematisch. Aber naja, gut. So, dann. American Fighter 4, da müsste ich jetzt gucken. Ich habe da irgendwie einen von oder zwei. Wurscht nicht. Dann haben wir hier. Rums, umgefallen, ich wusste, es passiert. Denn zum Küssen sind sie da. Das ist schön. Den habe ich nicht. Ich habe den zweiten Teil. Wie hieß denn der nochmal? Irgendwas mit Spinne? Spider? Spider's Web? Wie heißt denn der nochmal? Ich habe den auf jeden Fall, den zweiten. Diese Fortsetzung davon. Aber ich glaube, den ersten habe ich nicht. Den hatte ich nur auf Videokassette. Das ist ein guter Thriller. Ich finde das nett. Und wenn man so diese Filme im Sieben-Stil und so sagt, ist das eine Hardbox? Ach du Heilige. Du Scheiße, das Cover, ey. Michael Dudikoff, Platoon Leader. Wenn du dir das Cover anguckst, dann denkst du ja, haha, der Film stellt doch mal locker Phantom Kommando und Rambo 3 in den Schatten. Ja, und wahrscheinlich ist es dann so ein Standard, ja, wir laufen durch den Wald und machen ein bisschen Peng-Peng-Film. Ja, keine Ahnung, ich kenne dich. Dann haben wir hier. Oh cool, was ist mit Bob? Den habe ich ja ewig nicht gesehen, den Film. Den hatte ich auch auf Video. Das fand ich damals ganz lustig. Ne? Bill Murray. Der war, glaube ich, ganz witzig. Doch, ich glaube, der war ganz witzig. Cool. Habe ich ganz vergessen, dass es den Film überhaupt gibt. Dann. Identität, den habe ich schon. Auch ein ganz guter Thriller. Und dann. Gelbe Hülle. Nein, das ist. Hä? Ungeschnittene Originalfassung. Ist das der, den ich... Ja, das ist der tatsächlich. Ich hatte den unter einem völlig anderen Cover auf VHS. Cracker Jack. Und da gibt es auch einen zweiten von mit dem... Judd Nelson? Heißt er so? Hier aus Beverly Hills Cop. Der spielt da den Cracker Jack. Und das funktioniert überhaupt nicht. Ihr kennt ja Beverly Hills Cop vielleicht. Ja, der Typ spielt ja eher so den coolen Dude. Ja, diesen gute Laune-Typen so ein bisschen. Das ist so die Rolle, die Judd Nelson gut spielt. Ich glaube, die hieß auch Judd Nelson, oder? Der Partner von Foley, Axel Foley in Beverly Hills Cop. Und ja, das ist eben so dieser Sunny Boy-Charakter. So, das kennt man diesen Schauspieler. Und dann spielt er die harte Söldnersau. Ja, das. Ja, auf Video jedenfalls. Auf, na gut, den ersten, ich meine, der war ganz gut. Umgeschnitten war der vielleicht sogar noch geschnitten auf VHS. Also muss ich da mal nachgucken. Hochinteressant hier. Dann haben wir hier Patrick. Ich habe hier einen rumliegen irgendwo. Patricks Höhentrip, ne? Oder wie heißt der? Nee, Patrick lebt. Patrick lebt. Ist das der gleiche? Ist das derselbe Film, nur mit dem anderen hier von Marketing halt? Der heißt eigentlich nur Patrick, kann das sein? Weiß ich nicht. Ist das der, den sie mal remaked haben? Das Remake war gar nicht mal so schlecht, glaube ich, ne? Was gar nicht mehr. So, was ist das, eine Blu-ray? Nochmal, ach da! Da haben wir das Remake. Das ist gar nicht mal verkehrt gewesen, das Remake, soweit ich mich erinnere. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, ich habe das Original nie gesehen. Vielleicht ist das ja wirklich noch viel geiler, ich weiß es nicht. Aber ich meine, ich fand den Film selbst so, für sich so ähnlich wie bei Maniac. Meine ich, kann mich aber auch täuschen. Ich habe auch hier letzten Quatsch gerade erzählt. So, und dann haben wir hier, ach du heilige Kacke, Gladiator Cop, The Swordsman 2. Oh hier, genau, das ist das alte Covermotiv. Aber ich glaube, der war geschnitten, ne? Auf VHS, deswegen habe ich mir den auch nie geholt. Hier ist überhaupt keine FSK-Freigabe drauf. Nicht mal Spio oder so. Ja, also deswegen umdrehen, das ist natürlich klar, ne? Ich nehme natürlich dann das Motiv hier. Vor allem, weil da nicht dieses blöde Swordsman 2 da damit beisteht. Wie hier. Ja, ich weiß noch nicht. Kann ich mir überlegen. So, ja, das war's mit dem Paket. Dann haben wir aber noch diesen Umschlag hier. Da gucken wir jetzt auch noch rein. Wo ist hier die Lasche? Da. Yes! So. Da haben wir den schlauen Zettel. Ich gucke jetzt noch nicht, was drin ist. Da haben wir erstmal den Zettel.
Ah, nicht runterfallen. Puh, der ist Tag der knapp runterfallen Sachen. Ganzen Tag schon. Immer so, ah, das fällt gleich runter. Nein, ich schweige gehabt. Ganzen Tag schon. Oh, Scheiß. So. Ein Gruß von Jan. Hallo, Slay. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Viel Spaß mit der Musik. Von Jan. Ja. Dankeschön. Bin ich mal gespannt. So, kommen wir rein. Oh, es sind zwei CDs. Okay. Ja, cool. Was ist das? er hat es ja von meiner Liste. Ich muss aus irgendeinem Grund auf meine. Okay, zu meiner Liste kurz. Meine Amazon-Liste. Wenn ich bei Metal Archives aus Langeweile rumsurfe, gebe ich meistens irgendeine Band ein, die ich richtig gut finde und guck mal, was haben die denn noch so gemacht? Also die Musiker aus der Band. Und dann siehst du ja aufgelistet, wenn du auf Line-Up gehst, siehst du ja die Musiker und dahinter meistens, oder wenn du die Musiker anklickst, kommt eine Auflistung der anderen Bands, wo die mal waren oder separat noch sind und dann kannst du da ja mal reinhören, wenn da eine Band ist, die interessant aussieht. Und wenn dann irgendwas dabei ist, wo ich sage, oh, das klingt ja wirklich gut, dann tue ich es mir stumpf auf die Liste. Um jetzt zu merken, das ist eine CD, die du ganz gut fandst. Ja, und wenn ich jetzt irgendwann mal irgendwo eine CD liegen sehe, in irgendeinem Laden und vielleicht nicht genug Geld mit habe oder mir nicht sicher bin, kaufe ich die nicht, ist aber hier um die Ecke, dann gucke ich kurz zu Hause, ob der Bandname auf meiner Amazon-Liste auftaucht. Und wenn ja, ja, dann gehe ich nochmal los und hol mir die. So funktioniert das eigentlich. Genauso mit Filmen. Ja, naja, und das ist jetzt hier einmal Memoriam. Ganz dünnes Digipack, ja, wieder mal die Welt gerettet, ja, keine Ahnung. 2019 sogar, what the fuck. Müsste irgend so ein Epic-Metal-Zeug sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Und, da wird sich meine Süße sehr freuen, We Shall Overcome, The Seeger Sessions von Bruce Springsteen. Bruce Springsteen mochte ich immer schon recht gerne hören, ich habe immer nur ein einziges Album, und zwar die Born in the USA, durch meinen Vater. Ja. Und hier drauf ist, habe ich meine Lupe her? Den habe ich halt zufällig entdeckt, als ich einfach mal guckte, was es für Versionen von diesem Song gibt. Und Shenandoah, genau. Shenandoah ist irgendwie so ein Irish Folk Traditional oder irgendwie sowas. Hier sind zwei CDs drin, ey. Nee, sind nicht. Das sind nur weitere Auflösungen. Eine DVD ist da noch mit drin. Ah. Dachte ich, von diesem Folk-Klassiker gibt es eine Bruce Springsteen-Version? Der hörst du immer an. Und das ist wirklich gut gemacht, das Ding, finde ich. Er hat halt wirklich tatsächlich eine Stimme, die gut auf so Folk-Sachen passt. Ja? Und ich bin gespannt, ob dann jetzt hier diese ganze Scheibe sich im Folk-Rock-Bereich mal bewegt, ob das so ein Experiment ist, ne? Mal ein Folk-Rock-Album zu machen. Da bin ich gespannt drauf, weil es ist ja immerhin hier mit drauf. Ich habe den Rest des Albums nicht angehört. Ich habe es gleich auf die Liste gesetzt, weil ich habe das meiner Süße vorgespielt und gesagt, oh, das ist ja geil, dann habe ich es auf die Liste gesetzt. So war das eigentlich. So. Gut. Na rein. So. Ja, das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für das Paket, die Pakete. Ne? Sehr schön, ich freue mich. Mein Arm ist gerettet. Gleich mal reinhören hier, ne? In die beiden Sachen hier. Memoriam. Was? Da klingelt bei mir gar nichts. Das ist total geil, ey. Ich habe da irgendeinen Scheiß auf meiner Liste gesetzt und ich habe überhaupt keine Ahnung, was es ist. Das ist echt krass, aber gut. Wahrscheinlich ist es irgendwas mega geiles, weil ich ja schon reingehört haben muss. Also vom Cover würde ich ja fast mal, dass es Death Metal ist, ne? Kann natürlich auch sein. Ich habe mich auch mit einigen Death Metal Bands befasst. Ich habe mir mal hingesetzt, nachdem ich mir die Entrails gekauft hatte und reviewt hatte. Letztes Jahr? Vorletztes? Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich mich hingesetzt, Mensch, gibt es nicht noch mehr irgendwie Death Metal Bands, die mich dann doch reizen? Und habe mir ganz viel Zeug reingehört. Und auch alles, was ich wohl sagte, boah, das ist gut, ja, mach mal auf die Liste. Kann auch sein, dass das dazu gehört. Kann gut sein. Ich weiß nicht. Ich höre gleich mal rein. So, jetzt habe ich ja gut gequatscht hier. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und viel Spaß, wenn ihr als nächstes schaut. Und bis zum nächsten Mal sage ich, wie immer, farewell.